Willkommen zu einem neuen Video mit dem Zwergenfürst. Ja, dies ist ein 30 Abonnenten Special. Ja, es wird Zeit, ja, ein Special dazu zu machen. Ja, los geht's mit einem interaktiven Quiz. Ja, über den Zwergenfürst. Ja, dazu werde ich mal kurz erklären, wie das funktioniert. Ja, los geht's. In diesem Video oben hier rechts im Kästchen gibt es ein I dort in einem weißen Kreis. Das klickt ihr dann gleich an. Und ja, dort gibt es dann zwei Videos unten. Tauchen dann, wenn ihr auf dem Handy seid, hier zwei Videos unten auf. Da wählt ihr dann einen davon aus und ja, es gibt immer zwei Möglichkeiten für die Quizbeantwortung. Ja, ich werde jetzt immer zwei Sachen behaupten. Die erste, also eine ist richtig, das andere ist falsch. Ja. Los geht's, ein kleines Quiz über den Zwergenfürst. Danach habt ihr dann immer so knapp 5, 6 Minuten, Sekunden, 10 Sekunden Zeit, um mal auf das I dort oben zu klicken und eine von den zwei nächsten Videos auszuwählen. Daran geht's dann weiter zu der Auflösung. Ja, auf geht's. Behauptung Nummer 1. Der Zwergenfürst sammelt bis zum heutigen Tag Pokémon-Karten, ist ein begeisterter Kartensammler und Spieler. Ja. Oder Behauptung Nummer 2. Der Zwergenfürst ist bis zum heutigen Tag, wieder ein bis zum heutigen Tag, begeisterter Lego-Fan und ja. Spielen tut er es nicht mehr, aber ja, war auch als Kind ein begeisterter Lego-Fan. Ja, ist das bis heute. Wenn er mal Zeit dazu hat, spielt er auch ein bisschen mit Lego. Ja, also, ihr habt jetzt 10 Sekunden Zeit, wählt eins aus. Ist der Zwergenfürst Pokémon-Kartensammler oder ist der Zwergenfürst immer noch Lego-Begeisterter und baut in seiner Freizeit Lego. Los geht's!